Duell gegen den Platz 8 von Deutschland im 1 vs 1, Alter. Ah, jetzt hat er viele Hits abbekommen, Leute. Ein Hit jetzt noch, mal schauen. Legendär versus selten. Welche Brawler sind besser? Und es sind... Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Heute gibt es mal wieder ein richtig, richtig heftiges Brawler Battle, Leute. Und zwar werden wir heute die drei legendären Brawler, die ihr hier oben seht, Spike, Crow und Leon, Leute, sehr selten natürlich und sehr unterschiedliche Fähigkeiten, die werden wir antreten lassen gegen die vier seltenen Brawler. Den Boxer rechts oben natürlich, dann Barley, Leute, Poco und auch noch die Boxerin. Ihr wisst Bescheid, Leute. Das sind die Brawler, die gegeneinander antreten werden. 3 vs 4 denkt ihr euch auch vielleicht jetzt, wie geht das? Das werde ich euch nochmal gleich sagen. Wir haben verschiedene Disziplinen, Leute. Geschwindigkeit, dann auch noch wie viel Schaden sie machen, Leute, wie viel Leben sie haben, wie ihre Ulti so ist, Leute. Und noch ein richtig, richtig heftiges 1 vs 1, was ich gegen Platz 8 in Deutschland gemacht habe, Leute. Richtig, richtig nice. Und damit würde ich sagen, Leute, wir starten auf jeden Fall direkt rein. Lasst doch mal ein Like da und noch ein kostenloses Abo, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ihr dieses Video feiert. Und damit würde ich sagen, let's go. Starten wir auf jeden Fall mal mit dem Tresor rein. So, beginnen wir jetzt mit dem Schaden, Leute. Den werden wir jeweils am Tresor testen. Ihr seht hier links die legendären immer, rechts die seltenen, Leute. Ich habe immer die schlechtesten in der jeweiligen Disziplin von den seltenen rausgenommen, sozusagen. Das heißt, in dem Fall ist Poco natürlich nicht dabei, Leute. Und wir haben hier Crow versus Barley, Leute. Mal schauen, wer hier gewonnen hat. Es war einfach nur ultra heftig knapp. Als nächstes kommen wir zu dem Duell Rosa versus Leon. Beide waren mittelmäßig in ihren Seltenheitsstufen, Leute, und werden jetzt gegeneinander antreten. Auch dieses Battle war ultra heftig knapp. Und zum Schluss haben wir nochmal das Battle Spike versus Scheiß Boxer, Leute, ihr wisst Bescheid. Das Battle war auch ultra, ultra heftig, Leute. Gönnt es euch auf jeden Fall. Wie ihr gesehen habt, Leute, waren alle drei Battles extrem knapp einfach, aber trotzdem haben die seltenen Brawler alle drei Battles eben gewinnen können und haben damit den ersten Punkt für die seltenen Brawler geholt, Leute. Und jetzt geht es in die nächste Disziplin, und zwar die Geschwindigkeit. Wir werden auf einer Sprintstrecke in der Trainingshöhle jeweils die, die Sekunden messen, Leute, wie schnell die einzelnen Brawler sind. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum ersten Battle. Das war Spike versus Poco, Leute. Das war auf jeden Fall extrem knapp. Am Ende seht ihr wieder die Übersicht. Und als nächstes kommt Rosa versus Leon, Leute. Let's go! Auch dieses Battle war durchaus knapp, Leute. Aber es gab dann doch einen Gewinner, wie wir gesehen haben. Und es gibt jetzt nochmal das Endbattle, Leute, von den schnellsten jeweils aus der Kategorie Selten und Legendär. Und zwar Crow versus El Primo, Leute. So, wie ihr gesehen habt, waren bei der Geschwindigkeit die legendären Brawler doch deutlich besser, auch wenn Poco und Spike genau gleich schnell waren. Hier geht der Punkt also an die legendären Brawler, Leute. Und beim nächsten haben wir hier das Leben hier als Übersicht, Leute. Dazu muss ich nochmal sagen, jeder Brawler, den ihr hier seht, hat natürlich Star Power, also die maximale Powerstufe. Und ihr seht, ich habe oben immer die jeweiligen mit dem meisten Leben hingetan, Leute. Und alle drei seltenen haben mehr als die legendären Brawler. Zum Beispiel Leon hat 4480 bei Star Power, El Primo 8120 und unten haben wir Poco eben noch mit 5320 und Spike, das seht ihr das gerade vielleicht schlecht wegen mir, ich weiß nicht, der hat eben 3360. Hier also ganz klar der Punkt an die seltenen Brawler, Leute.
Kommen wir als nächstes zu der Ulti, Leute. Legendär versus selten. Und ich finde zuerst mal, dass Leon die beste Ulti tatsächlich hat bei den legendären Leuten. Danach Spike, danach Crow. Deswegen ist Leon hier oben. Und bei den seltenen finde ich die beste Ulti von Rosa, die zweitbeste von Barley und die drittbeste von Poco. Und ich muss tatsächlich sagen, Rosa versus Leon hat für mich Rosa gewonnen, Leute. Der Schild ist einfach besser als die Unsichtbarkeit. Einfach insgesamt mehr OP, finde ich. Und bei Barley versus Spike ist es so, dass Barley eine größere Fläche bedienen kann, sage ich mal, als Spike. Deswegen finde ich einfach doch die Ulti von Barley auch tatsächlich besser. Schreibt dazu natürlich gerne eure Meinung auch rein. Und dann haben wir noch Crow versus Poco, Leute. Und da habe ich mich sehr schwer getan, finde aber doch den Heal von Poco insgesamt besser als der Jump von Crow. Und ja, deswegen hier dieser Punkt auch nochmal an die seltenen Leute. So, hier haben wir jetzt den Zwischenstand, Leute. Die legendären haben bisher einen Punkt und die seltenen haben schon 3 Punkte. Und jetzt geht es in das alles entscheidende 1 versus 1, Leute. Hier wird Folgendes auf jeden Fall zählen. Welche Brawler eben mehr Duelle für sich entscheiden können, bekommen doppelt so viele Punkte wie in diesen Disziplinen. Das heißt, ja, wenn die Legendären jetzt gewinnen würden, würden sie 2 Punkte dazu bekommen. Oder wenn die Seltenen gewinnen würden, würden sie 2 Punkte dazu bekommen. Das heißt, es geht jetzt wirklich um alles im 1 versus 1. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Let's go! So Leute, dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zu den Auslosungen. Wir werden zuerst einfach mal den legendären Brawler hier bestimmen und gegen welchen seltenen er dann eben antreten muss. Und der erste, der hier kommt, ist schon mal Spike. Mal schauen, gegen wen Spike jetzt antreten muss. So, dann losen wir jetzt eben den Partner hier, oder den Gegner wohl eher, von Spike aus, Leute. Und es ist Barley. Oha, Alter, das wird richtig, richtig schwierig, glaube ich, für Barley. Mal schauen auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir eben zu der Entscheidung, ob Leon oder Crow und gegen wen derjenige dann antreten muss bei den seltenen Brawlern. Und wir haben hier Leon ausgewählt. Mal schauen, gegen wen er jetzt eben antreten muss. So, dann schauen wir jetzt mal, gegen wen eben Leon antreten muss, Leute. Das Glücksrad ist angestoßen und wir haben hier, oh mein Gott, ist das knapp. Und wir haben tatsächlich Poco. Oh mein Gott, Alter, was ist denn das für ein Battle, Alter? Leon versus Poco. Ja, mal schauen aber, mal schauen. So, dann haben wir natürlich jetzt nochmal Crow als legendären Brawler und dann werden wir jetzt nochmal auslosen, ob Rosa oder El Primo, Leute. So, das Glücksrad ist eben angestoßen, Leute, und es ist richtig eindeutig hier, und zwar El Primo, Leute. Crow versus El Primo, oh je, das könnte auf jeden Fall auch ziemlich gespannt werden. Und dann können wir eben gleich nochmal die 4. Paarung auch noch auslosen. So, dann hatten wir jetzt eben noch Rosa noch nicht ausgelost hier bei den seltenen Brawlern. Das heißt, wir losen jetzt nochmal den legendären Brawler für Rosa aus und dann würde ich sagen, let's go. So Leute, das Rad ist angestoßen und wir haben Rosa versus Spike, Leute. Oha, okay, das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, richtig, richtig spannend. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem 1 versus 1 an. So Leute, dann kommen wir jetzt zu dem 1 versus 1 und das spielen wir gegen Lord Schnee. Und zwar werde ich jetzt einfach nochmal hier die Seiten tauschen. Leute, Lord Schnee ist auf Platz 8 in Deutschland momentan. Wir haben auch bisher den heftigsten hier auf jeden Fall im 1 vs 1 dabei von allen Folgen. Ja, ihr seht 14.100 Trophäen, Leute. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wird gar nicht so einfach für mich. Und als erstes machen wir genau Spike vs. Barley. Ich werde einfach mal Spike jetzt spielen, Leute, und er Barley. Und das machen wir bei Kopfgeldjagd. Es zählt halt immer quasi der erste Kill, den man sozusagen macht. Und dann würde ich sagen, let's go. So, Leute, dann würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall mal rein. Ich drehe mich zweimal. Jetzt geht es auf jeden Fall los gegen Lord Schnee. Und ja, das Ding ist, Leute, eigentlich auf der Map ist schon eigentlich schon ein starker Vorteil für Spike. Lord Schnee muss natürlich versuchen, hier in eine bessere Position zu kommen. Aber es wird extrem schwierig auch für ihn. Aber mal schauen, wie er es so machen wird, Leute. Ich habe immer noch gar keinen einzigen Hit abbekommen. Das ist schon mal ganz gut. Und, oh, jetzt können wir ihn, glaube ich, mal pushen oder auch nicht. Ah, okay, die habe ich leider nicht so gut gesetzt, tatsächlich. Ja, ja, er will auf jeden Fall hier hinter der Wand bleiben, das sehe ich schon. Das sehe ich auf jeden Fall schon. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Leben auch verliere. Okay, mal schauen. Oh, oh, oh. Leute, hier, Duell gegen den Platz 8 von Deutschland im 1 vs. 1, Alter. Alter, wir können sie die ganze Zeit nicht killen, Leute, doch 40 Sekunden Zeit auch. Ah, jetzt hat er viele Hits abbekommen, Leute. Ein Hit jetzt noch, mal schauen. Und ich gehe drauf und oh mein Gott, Alter, er hat mich einfach gezogen. Okay, krass, Alter, da hätte ich natürlich schon einiges mehr rausholen können, aber es ist so, im 1 vs 1, Leute, die erste Runde zählt einfach. Deswegen bekommt hier tatsächlich Barley den Punkt, krass. So, als nächstes machen wir das Duell Leon vs. Poco, Leute. Dafür werde ich jetzt einfach mal Leon nehmen. Und wenn ihr euch fragt, warum, nehme ich erstmal die stärkeren Brawler, dann natürlich deswegen, weil er Platz 8 in Deutschland ist. Deswegen einfach mal bereit drücken und dann kann es direkt losgehen, Leute, mit diesem Duell. So, dann würde ich sagen, Leute, starten wir einfach mal rein in das Duell. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall los. Poco vs. Leon, Leute. Also man muss schon mal sagen, dass Poco ja gar nicht auch zu unterschätzen ist, wenn er den Heal hat vielleicht und dann auf mich drauf geht. Ich habe jetzt auch nicht so viel Leben, aber wenn ich die Ulti halt habe, dann könnte es wirklich schwierig werden, glaube ich, für den Poco tatsächlich.
Oh, 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 das macht er schon mal ganz gut hier tatsächlich. Ich muss jetzt unbedingt raus und habe ihm doch aber ganz gut Hits auf jeden Fall auch nochmal gegeben, Leute. Okay, er hat gar nicht mal so viel Leben, aber er prediktet, glaube ich, jetzt darauf, dass er die Ulti bekommt. Und, Alter, er hat mich einfach schon wieder gezogen mit Poco, Junge. Alter, GT an der Stelle wirklich. So, jetzt starten wir auf jeden Fall in das dritte Duell, Leute. Eben hat er mich schon ziemlich gut gezogen, muss man sagen. Hat er echt stark gemacht. Hat mich gut zurückgedrängt eben. Und jetzt werden wir eben mal aber das Game spielen. Crow versus El Primo. Ich denke, da hat Crow eigentlich eine riesen gute Chance, Leute. Weil eigentlich, ja, wird El Primo kaum drankommen, schätze ich mal. Das werden wir jetzt einfach mal losstarten. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein, Leute. Und ich drehe mich jetzt zweimal, dass es losgeht. Also, El Primo versus, also scheiß Boxer natürlich hier an der Stelle nochmal. Scheiß Boxer versus Crow. Ich denke mal, das könnte gar nicht so... Also das könnte ziemlich schwierig werden für mich, natürlich. Ich muss irgendwie versuchen, ihn halt down zu bekommen und dann mit der Ulti pushen, Leute. Ja, jetzt kam er halt schlecht raus, natürlich. Ja, genau. Deswegen habe ich auch jetzt schon mal die Ulti, was ganz nice ist. Er hat mich eben versucht, schon ganz gut zurückzudrängen. Das hat echt gut funktioniert, Leute. Und jetzt schaue ich mal, wie das klappen wird. Also, wir haben jetzt nochmal hier den guten Kollegen El Primo. Aber, oh, das sieht jetzt schlecht aus für ihn, natürlich. Und ja, habe ihn auf jeden Fall geholt, Leute. Das war wirklich... ziemlich easy für Crow. Da hatte wirklich auch El Primo, beziehungsweise, oh, ich meine, der scheiß Boxer, der hat natürlich... Wie easy. Genau, das hätte ich jetzt an der Stelle auch gesagt, Leute. Und dann kommen wir aber zum letzten Duell, und zwar Spike vs. Rosa. So, Leute, kommen wir jetzt zum entscheidenden Battle. Das wird wirklich richtig, richtig spannend hier und auch alles entscheidend sozusagen. Wir machen jetzt einfach mal Spike vs. Rosa noch als letztes Game. Er hat Rosa genommen, ich Spike, Leute. Ich habe jetzt einfach jedes Mal die legendären genommen, er die seltenen, damit es so ein bisschen zumindest gleich ist. Denn er ist schon um einiges besser als ich, muss man wirklich sagen, mit über 40.000 Trophäen. Würde ich sagen, let's go. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein, Leute. Ich drehe mich jetzt und das ist das Zeichen, dass es eben losgeht. Okay, also natürlich darf die Rosa nicht an mich herankommen. Und dann sieht das echt gut aus für uns, Leute. Aber wenn sie einmal es schafft, an uns heranzukommen, von der Range jetzt einfach mal her, dann wird das natürlich eigentlich richtig, richtig schwierig, muss man sagen. Und zwar jetzt nochmal die Ulti drauf, Leute, und ich habe sie auf jeden Fall geholt. Nice, das ging richtig, richtig schnell tatsächlich als finales Battle hier. Und damit, ja, haben auf jeden Fall tatsächlich zweimal die seltenen Brawler gewonnen und zweimal die legendären. Richtig, richtig heftig. So, Leute, dann kommen wir jetzt zum Ergebnis. Legendär versus selten. Welche Brawler sind besser? Und es sind die seltenen Brawler, Leute. Oha, es haben tatsächlich die seltenen Brawler gegen die legendären Brawler gewonnen. Und das mit riesigem Abstand, 3:1 nämlich. Es waren unentschieden im 1:1, aber in den anderen Disziplinen konnten die seltenen extrem überzeugen, Leute. Nur die Geschwindigkeitsdisziplin ging dann an die legendären Brawler. Echt mega, mega heftig. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, Leute, welche Brawler findet ihr persönlich besser. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.